Der war viel zu klatschig, dass man die Golden Road nicht schafft. Das meinte auch Johnny, ne? Und Johnny meinte auch zu mir, die Golden Road ist ja deswegen so cool, weil sie noch keiner geschafft hat. Und sobald ein Team die Golden Road schafft, ist nicht mehr geil. Und er hat Loki recht, finde ich. Aber er hat auch irgendwie Loki nicht recht, weil es wäre auch cool, wenn sie es schaffen. Weiß ich nicht. Ist so, bei mir ist es so ein Mix aus beidem. Ich würde sehr cool finden, wenn es geschafft wird, aber irgendwie auch nicht. Aber weißt du, nur einmal alle 4 Jahre kannst du schaffen, dass du 5 von 5 Titeln holst als chinesisches oder koreanisches Team. Und das ist dieses Jahr möglich. Asia Games wurden ja gewonnen von Kanabi und Ruler. Dieses Turnier gibt es nur einmal alle 4 Jahre. Dann haben sie in dem Jahr noch nicht ein einziges anderes Best of 5 verloren. Weißt du, wenn sie jetzt noch Worlds gewinnen könnten, das wäre schon irgendwie krass. Das geht auch für die nächsten 4 Jahre nicht. Actually stimmt nicht, für die nächsten 3 Jahre. Die Asia Games wurden ja verschoben um ein Jahr wegen der Pandemie, deswegen finden sie wieder in 3 Jahren statt. Aber sonst alle 4 Jahre der Zyklus. Und I mean, das wäre schon irgendwie ziemlich hype, man. I don't know. Was ist die Golden Road? Die Golden Road ist, wenn du alle Titel gewinnst, die du gewinnen kannst. Wenn du Spring gewinnst, MSI gewinnst, Summer gewinnst und Worlds gewinnst. Wenn du quasi alles, was du nehmen kannst, mitnimmst und alles gewinnst, was es gibt im Turnier. Das ist die Golden Road. Die wurde von vielen Teams schon versucht. Von Samsung Galaxy, von Samsung White, von T1, von G2 2019. Und G2 ist im Finale gescheitert mit 0-3. Da haben sie es versucht zu gewinnen. Da haben sie Spring gewonnen, MSI gewonnen und Summer gewonnen. Und dann im Finale sind sie ja 0-3 ausgeschieden gegen FunPlus Phoenix. Da war Europa ganz kurz davor, dieses unglaubliche Meisterwerk Glanzleistung zu verbringen. Und das schaffen sie heute. Dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Da ist Europa schon lange rausgeflogen. Aber die Golden Road für JDG nach wie vor machbar. JDG hat sich dazu entschieden, Nico zu picken. Und sie werden hier auf jeden Fall Orianna-Priorität droppen. Das ist insane. Das ist genau die Konsequenz dieser Kali-Picks, die wir benannt haben. Wenn du dich jetzt nicht mehr traust, den stärksten Midlaner auf dem Patch zu blindpicken, hast du Probleme fürs gesamte Best of 5, was huge sein kann für KT. Denn KT auf jeden Fall ein fantastisches Team zum Zugucken. Und wenn die jetzt einfach Orianna permanent spielen dürfen, Orianna ist auch sehr gut gegen Nico und Laning Phase, ja, eine einfache Priorität haben und ein Team wird auch nicht schwach sein, aber Orianna wird ihn sehr schnell outscalen. Hier auch wieder der Aphelios für den guten alten Aiming. Das heißt, jetzt im besten Falle sind wieder einen Enchanter-Support, aber diesmal will man nicht die komplette Botlane blindpicken auf Seite von JDG. Durch Rakan ist der most blindpicked und most picked Support allgemein. Mit über 24, mittlerweile 25 Picks im Turnier. Rakan auf jeden Fall höchst populär. Aber es gibt viele Champions, die dagegen gut funktionieren. Und ich finde den Renata-Hover jetzt schon geil. Renata ist ein geiler Disengage-Champion gegen Nico und Vi. In der letzten Runde hatte man hatte viel weniger Engage auf Seiten von JDG. Deswegen, da war Lulu ganz cool. Lulu konnte die Backline einfach buffen und Aphelios am Leben halten gegen einen Flash von Renekton. Aber jetzt halt so Whitepoint-Click, Nico mit Flash-Ult, Rakan mit seiner Ult. Als da gegen Renata besorgt zu haben, ist sehr, sehr stark. Mag ich extrem die Draft-Adaption, dass du gehst einen Enchanter, aber du gehst quasi den Enchanter, der am wenigsten enchantet und der am meisten Disengage hat. Und Renata ist so ein bisschen ein Mix. Die ist irgendwie ein Anti-Engage-Support, aber irgendwie auch ein Enchanter. Wir war sehr, sehr nice Adaption, finde ich sehr, sehr gut hier. Jetzt kommen die Bans durch gegen Ruler. Es wird sowohl Ciri, Xayah, Kalista als auch Kaiser rausgebannt. Und wäre das nach Aphelios gepickt, also 5 AD Carries sind hier raus. Ruler muss jetzt zeigen, was er noch im Petto hat. Wird es die koreanische Caitlyn von dem Mann aus der LPL? Caitlyn hier gegen Aphelios actually nicht gut mit Rakan. Ezreal ist auch terrible. Wird es die legendäre Nila? Nila ist actually nicht bad hier. Nila ist hier nicht schlecht. Bitte irgendwer Nila picken. Draven? Ich glaube nicht, dass es Draven wird. Wenn jemand Draven pickt, der noch im Turnier drin ist, dann eigentlich Guma oder Aiming. Das sind unsere eher Draven-Spieler. Ich hasse Viego. Ich finde, Viego ist fucking useless. Der schlechteste Melee. Oh mein Gott, ja! Ja, ja! Einloggen! Lock it in! Lock it in! Ja, Ruler. Nein, nicht Vayne. Nila. Please. Ich weiß, du kannst nicht Tag draften, aber please. Nicht Jinx. Jinx ergibt aber meistens Sinn, actually. Jinx kann von der Reichweite her mithalten und Jinx wird eingeloggt. Ruler baitet mich mal wieder. Es ist so terrible. Jedes fucking Mal, wenn ich Nilo oder Tarek sehe, ich werde so ach. Und 369 auf Arthrox komplett gesmurft. Ich glaube auch, Arthrox wird im Laufe des Turniers immer besser werden, weil er gut gegen Tanks ist und mehr Leute werden Tanks spielen und Frontline spielen. Und unsere LPL-Top-Blender sind auch einfach gut auf Arthrox. Wir kaufen kein Spear of Chojin oder Black Cleaver, die gehen Sturk's Gage und smurfen dann mit Teamfights. Sowohl The Shy als auch 369 hat das geschafft und das hier zu reproduzieren wäre nice. Renekton ist objektiv gesehen ein schlechter Champion bei dem Turnier. Warum ihn picken, wenn du auch Jax picken kannst? Gestern hat dann genau den Matchup Doran auf die Fresse bekommen, deswegen wird es vielleicht Kine nicht machen. Renekton gewinnt gegen Aatrox, 20 CS-Vorteil, ja, etc. anspielbar. Trotzdem auch Aatrox mit 10, 15, 20 CS-Defizit ist besser als Renekton im Midgame, wenn man mich fragt. Kine will mich eines Besseren belehren, weil er sagt, ich stompe Lane so hart,
dass ich wieder First Hurt bekomme und wieder einen Vorteil erringe. Und ihr seht auch JDG komplett ruhig. Dieses Team war schon oft in Best of Fives behind und hat das Best of Five immer noch gewonnen. Best of Five ist ja in Komfortzone. Ich weiß gar nicht, was für ein Level an Confidence du haben musst, wenn du genau weißt, wir haben noch nie verloren. Ist auch viel Druck natürlich, aber auch irgendwie so, du bist halt immer fein. 0-1 hinten, who cares? 0-2 hinten, ja, immer noch fein. Noch nie im Best of Five verloren, JDG. Und das werden sie vielleicht heute ändern, denn KT ist auf jeden Fall in einer Machtposition. 1-0 vorne. Da wird es nochmal Red Side spielen, aber es bedeutet natürlich, dass sie jeden Win, den sie noch brauchen, auf Blue Side gewinnen können. Denn das muss der JDG nachlegen und einen Win auf Red Side holen. Mindestens einen Win auf Red Side holen. Und das werden wir herausfinden, ob wir 5 Games kriegen, denn eigentlich, also, wenn KT 2 Games im Auftakt der Series auf Red Side gewinnt, dann gewinnen sie das Best of 5. Safe. Du gewinnst, wenn du 2 Games Red Side gewinnst, gewinnst du ein Game Blue Side aus 3 Games. Also dieses Game ist schon irgendwie keiner spannend. Mal sehen, was passiert. Für die gesamte Series große Implikationen, denn ihr seht ja, ne, Game 1 auf jeden Fall ist nur ein Spiel, aber es hat sehr krasse Veränderungen auf die Draft gehabt. Kein Orianna First Pick mehr von dem Mann auf eurem Screen, Knight hat sich für was anderes entschieden. BDD geht hier wieder jetzt für einen Counterpick Mitte. Nico gegen Orianna immer noch gut für Knight natürlich in Lane, aber danach nicht mehr. Und Lance hier wieder auf einem Enchanter unterwegs. Lance ist der eine Mann, dem ich nicht vertrauen möchte. In KT, aber vielleicht muss ich lernen, ihm zu vertrauen, denn das ist auch das Ding mit Lance. Lance auf den wilden Champions, bad. Lance auf Enchantern kann halt nicht wirklich inten. So Lance auf seinem Singe-Support habe ich ja kein Vertrauen. Lance auf Orianna, auf Renata und auf Dingens, auf Lulu, geil. Geile Stimmung in Busan, die koreanischen Fans sind wach. Gestern waren die koreanischen Fans ja sehr, sehr leise, nachdem BLG ihr Favoritenteam rausgeboxt hat. War Busan mal wieder eine Bibliothek. Aber heute sind noch eine Menge JDG-Fans natürlich da. Es gibt auch eine Menge JDG-Fans in Korea, weil Ruler eine große Fanbase hat in beiden Regionen. Der Mann, der so lange in der LCK bei Genji gespielt hat, spielt natürlich heute für JDG. Korea gegen China, Klappe die zweite, actually. Denn wir haben nur 3 koreanische Teams im Quarterfinale. In Korea hat er bereits Korea eliminated. KT hat bereits Damwon rausgeboxt und kein Team hatte eine härtere Schedule als KT. Muss man mal hervorheben, ne? KT, sie wurden so gefickt in den Draw-Szenarien von Riot Games. Der Referee hat Pam an das Schlechtmöglichste losgezogen. Das ist so crazy, wenn man drüber nachdenkt. Denn Weibo Gaming ist jetzt Top 4 der Welt und sie mussten spielen gegen Energy, Mad Lions, Fnatic und Energy. Gegen kein einziges LPL oder LCK-Team. Nur gegen den Westen. Also basically Free Wins, honest. Also basically Free Wins. Währenddessen musste KT ran gegen Bilibili Gaming, gegen Damwon, gegen Weibo, gegen LNG und gegen Damwon und gegen JDG. Das ist eine ganz andere. Das ist eine ganz andere Schedule. Eine ganz freche Schedule. Immer der schlechtmöglichste Draw. Sehr, 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 sehr frech. Aber auf jeden Fall, ja, KT bisher allen Herausforderungen gewachsen gewesen, hatten den schlechtmöglichsten Draw auch noch fürs Quarterfinale. Sie spielen gegen den großen Turnierfavoriten und bisher führen sie 1-0. Rein da, rauf auf den Turm heißt es für Keen. Warum fehlen uns die HUDs oben links und rechts, Chat? Wo sind meine HUDs? Ich sehe keine HUDs. Ich will die Champions sehen. Da habe ich Fog of War an. Ey, danke dir, Anton, der Laxi und daran Mondmännchen Duna. Chat, ist der Sound laut genug? Zu leise, zu laut? Was braucht ihr? Angenehmer Sound. Kurz mal Feedback geben, damit es für den Rest des Games nice ist. Oh, jetzt wird gerade die HUD gereset. Dann auch oben wird uns die HUD weggenommen. Okay. Alles gut so? Nice. Und da sind auch die Champions links und rechts. Huge. Wir sehen die Summoner Spells. Rude hat sich für Clans entschieden. Da gibt auch Sinn natürlich hier. Gegen Flash, Proofless Predator, gegen Renata, Berserk etc. Generell vielleicht ja wieder ein Comeback der Jinx-Meter. Guma ist ja auch in 10 auf Jinx. Pace ist gut auf Jinx, aber der ist schon raus. Rula natürlich auch eine sehr, sehr gute Jinx. Und gerade in Kombination mit Tam Kench ist dieser Champion wieder mächtig. Ja, in my opinion ist es hier sehr, 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 sehr bad für KT Viego zu haben. Aus meiner Sicht der schlechteste Jungler im Turnier für die Melee Bruiser. Also wirklich, Lee Sin ist besser, Jarvan ist besser, Nocturne ist besser, Wukong ist besser, alles besser als Viego. Aber der geht jetzt Mitte ganken und weiß noch nicht da. Nein, versucht durch die Wave durch zu sidesteppen. Er wird angeflasht und Viego kriegt den ersten Auftakt-Kill. Nice, Caster Curse Tolkien. We love to see those. Das ist auch so geil, weil Knight fühlt sich so sicher, ne? Weil gerade sein Jungler ist ja basically an Viego vorbeigelaufen. Er dachte, dass man Safe-Bot-Side.
Deswegen hat Knight Botzeit gespielt. Der hat sich Botzeit hingestellt, weil er gedacht hat, dass Kanavi den Busch da abdecken würde. Und genau dort ist Kass einfach durchgelaufen. Flasht auf ihn rauf, will mit dem FN weg. Stunt Knight und tötet Knight. Und kriegt sogar die Krabbe angespielt. Fantastischer Auftakt hier für den Viego. Kass wird jetzt wahrscheinlich Harper und X kaufen und Richtung Triforce gehen. Viego, der Snowboard kann nice sein. Viego, der Nuiven ist useless. Er geht Richtung Halfbound oder Richtung Divine. Das werden wir später rausfinden. Beide Items oder alle Items, die er gekauft hat, bauen sich in das jeweilige Mythic. Aber aktuell ist Triforce eigentlich populärer auf Viego. Und wenn das ein Kanavi jetzt auf Full Vision. Kommt den angenehm für Key. Er hat nicht den besten CS-Vorteil, aber es läuft gut für KT. Mitte direkt wieder Pressure aufbauen. Ist halt so geil. Wenn sie es schaffen könnten, Midlane zu entblößen, wäre das so huge. Midlane könnte ein Schwachpunkt für, für JDG werden. Oh, ist das frech, ne? Knight fühlt sich hier so safe, weil gerade so Kanavi Kass nicht spottet. Deswegen umarmt er quasi die Botseite. Und er spielt auf der Botseite. Auf einmal ist Viego in den Busch drin. Damit rechnet man nicht. Man denkt, Viego muss Kopfdeckkrabbe anspielen. Denn Bayer hat der Botlane gecovert. Sie hat die Botlane-Krabbe angespielt und da den Busch verteidigt. Aber nope. Viego ist durchgeschummelt durch die Vision hindurch. Und tötet dort mit Lane. Sehr geil von Kass. Gerade so rechtzeitig da gewesen. Um halt genau diese anderthalb Sekunden auszunutzen, in denen du diesen Play machen durftest. Und jetzt einfach weiter Knight engagieren. Gib bitte die Gold. Gib bitte die Ressourcen. Lass bitte die seine Akali picken gegen Orianna. Sein Orianna gegen Nico. Und Teamfights carryen. Denn seit Jahren gibt es eigentlich nur noch einen großen Unterschied zwischen Korea und China. Und das sind die koreanischen Midlaner. Die sind so von Faker geprägt, haben so viel gelernt. Und generell die ganze Region ist halt Midlane dominant as fuck. Seit Jahren. Noch gab es keinen einzigen erfolgreichen chinesischen Midlaner bei der Weltmeisterschaft. Knight könnte der erste sein. Und dann deswegen lieben die Chinesen ja auch. Weil er erstmalig gezeigt hat, dass China, ne, auch wirklich so krass ist, wie sie es verdient haben zu sein. In der Midlane-Position, weil sonst war halt immer eine Rookie, Doinbi, etc. Alles koreanische Imports, selbst Scouts vor 2 Jahren. Und dieses Jahr soll es wohl Knight sein. Aber Knight wird diese Runde nicht so stark aussehen, denn er ist bereits 0-1. Kann natürlich auf Nico noch reinflashen mit Pop Blossom, sehr viel Damage machen. Aber ja, den Weg hier zu geben, ergibt Sinn aus KTs Perspektive. No. Botlane Priorität zu bekommen, ist sehr hart mit dieser Waffenkombination. Wenn du keine Pressure hast in Midlane, wirst du auch nicht Drake fighten dürfen. Drake-Contest kann man nicht wirklich anspielen. Du hast keine Midlane-Power, keine Botlane-Prior. Also Kass, du wastest deine Zeit eigentlich. KT will trotzdem fighten. BD hat kaum noch Mana. Drake ist schon fast tot. Kass kommt dazu, genauso wie Lance und Aiming. Sie wollen den Fight mitnehmen. Sie haben auch keine gute Bewaffnung. Drake ist bereits tot. Und jetzt kommt hier JDG. Werfen Kass nach oben. Der muss direkt eigentlich rausflashen. Tut aber nicht. Er stirbt einfach. Er wird zwar wiederbelebt, aber KT. Die Shockwave geflasht. Von Kanavi auch Aiming jetzt im Fokus. Der kann immerhin überleben, weil Lehens den Zap bodyblockt, aber das war ein sehr overaggressive KT. Dass sie den Drachen testen wollten, war absolut illegal. Keine Botlane Prior, keine Midlane Prior. Drake war schon lange tot, bevor sie da waren. Kanavi wird einfach immer auf dich rauf engagen auf Kass. Kass wird eben chancen, sie sterben. Knight hat da sogar Pop Blossom getroffen, ohne überflashen zu müssen. Heißt, Kass ist einfach dead. Ja, sehr, sehr später Contest von KT. Riesiger Fehler, darf nicht passieren. Und damit verdienen sie ein tolles Objective, wie auch Auftakt Gold in Richtung von JDG. Und gerade weil Knight hier den Kill bekommen hat, ist es natürlich sehr angenehm für ihn. Weil er das Gold dringend mit Lane braucht, nachdem er gestorben ist. Nico muss von vorne spielen. Sie braucht früh Protobelt für Skirmishes. KT mit riesigem Fehler, überhaupt was machen zu wollen. Durften sie niemals fighten. Haben sie gemacht, wurden bestraft. Oh, Toplane Dorman ist engaged. Da kann man vielleicht sogar diven. Twisted Snide ist bereits sehr, sehr, sehr low. Und jetzt muss eigentlich Twisted Snide immer Base gehen, weil er kann ihn nicht stayen. Blanken kann ihn gleich anflashen mit dem nächsten W und ihn töten mit 100 Fury. Mann, Joke. Er hat die Q benutzt. Er hat nicht mehr 100 Fury. Jetzt hat er nur noch so 60, 70. Also geht man es vielleicht sogar für den Base oder für Honeyfood auf Seiten von Keen. Er will die Platte noch haben, aber JDG's Toplaner, Physics 9, will ihn dafür natürlich bestrafen. Er kriegt die Platte. Jetzt muss man langsam bei sich Richtung Honeyfood laufen. Not bad auf Toplane. Dann haben wir bereits jetzt den 600 Goldvorteil. Keen spielt das so on Knife's Edge. Ich habe so viel von Keen gelernt über die Jahre hinweg. So auf seine Replays geguckt, auf seiner Führer, auf seiner Camille. Der Mann ist seit Jahren einer der besten koreanischen Toplaner, immer wieder bei Trash Teams. Dieser ist dann bei einem sehr guten Team. Und kann bei Worlds bisher absolut abliefern. Gerade der Rice Pick hat mir extrem gut gefallen. Das macht es auch irgendwie schwer, gegen KT Rumble zu first picken, weil du einfach Angst haben musst, dass Keen gegen Rice pickt und dann einfach outscaled und gewinnt. Keen hat dieses Jahr bereits als einziger Toplaner 2-mal Mages gepickt auf diesem Level. Ja, einfach beide Male Rice gegen Gragas gegen Rumble und dafür Late Game gescaled und es eskaliert. Das Game war auch ein wildes von KT gegen Damwon. Da waren sie 0-8 hinten. Haben einfach einen Fight gewonnen, Nash gesteelt und dann, nicht Nash gesteelt, Nash contested. Im 4 gegen 5 und dann das Game gedreht und gewonnen. Primär aufgrund von dem Keen Rice, der da einfach von Topside aus geflankt hat. Keen auf jeden Fall ein sehr starker Spieler und auch hier ist er gut im Game drin. Dieser 20 CS auf Renekton, den wir in Champstack benannt haben, der bahnt sich an. Wie gesagt, Renekton ist ein Champion, der auch mit Gold nicht viel mehr macht als Aatrox. Und gerade auch 369 auf Aatrox war sehr, 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 sehr insane in der finalen Runde der Swiss Stage.
Und dieser Aatrox, der muss respektiert werden. Aber ja, wenn Keen im Early Game Platten bekommt, Farm bekommt, bist du glücklich auf Renekton, klar. Warum ist Jelly eigentlich wieder Blue Side? Weil sie Seitenwall haben. Sie hatten Seitenwall, weil sie der Upper Seed sind. Und auch jetzt in Game 2 haben sie Seitenwall, weil sie verloren haben. Der Verlierer hat immer Seitenwall. Ja, kein Mana bei BDD, deswegen keine Gefahr für Knight hier zu sterben. Hat die Wave nicht ganz rausbekommen, aber er ist fein. Orianna hat auch kaum Damage, ne? Sie hat Mercs und Sapphire Crystal. Und das plus in Dorans Ring, also sie hat maximal 18 AP. Das ist echt nicht viel, weil sie auch noch Textbind in Runen spielt, ne? Also, ja. Nicht viel Damage dafür, Ori. Base für BDD, Base für Knight. BDD kann jetzt sein TP aufheben, der hat die Wave rausbekommen. Knight nicht, der musste TP verwenden. Ist aber auch in Ordnung. Und gerade der Power Spike jetzt für Knight ist wichtig. Hextech Alternator, Sorcerer Shoes. Ein, zwei gute Trades und du bist sehr, sehr OP. Topplay läuft fantastisch für Keen. Zwei Platten so früh, ist sehr, sehr strong. Jetzt auch langsam aber sicher auf Goldinger Power Spike für mehr Platten gehen. Und honestly, das kann Toplane 3 oder 4 Platten werden, wenn Keen so weiterspielt. Wenn er kann gleich in den nächsten Minuten TP freischalten. Recon TPen, Goldinger haben, Top TPen. Einfach währenddessen permanent für den Turm gehen. Klar kann T69 gegenscalen, aber Aatrox wird dir sehr leiden. Das Matchup ist nicht gut für Aatrox in Landing Phase, aber Sobert ist er auch nicht. Das macht Keen gerade fantastisch. Kriegt er allerdings an Vorteil rausgespielt und jetzt muss man Botlane aufpassen. Denn hier bahnt sich ein Countergang an. Hast es auf Full Vision und Kanavi kommt mit einem Level-Vorteil. Und mit der Point-Click-Ult. Assault and Battery ist sehr, sehr, sehr stark. Engage kommt durch. Gegen Lehens. Lehens wird gecombot. Lehens ist fast jetzt schon instant dead. Er ist wiederbeleben. Nee, kann Shutter nicht. Er ist dead. Geiler Gank an der Stelle von Kanavi und JDG generell. Dominierende Botside-Fight. Auch BDD muss rausflashen. Kass stirbt ebenfalls. Kriegt dann Reset hin. Die Antwort ist nein. Double Kill für JDG. Man war auf Full Vision auf dem Ward. Beide Midlaner TPen runter. Beide Jungler sind da. Nur Topliner sind nicht beteiligt. Aber die brauchst du für diesen Fight nicht. Geiler Fight für JDG, die einfach deutlich stärker sind. Instant Recall von Kanavi. Nein, dieser Kill. Situation auf Botlane hat jetzt seinen Divine Sandra fertig. Jetzt auf einmal ist Vi der stärkste Champ im Game. Wenn sie jetzt Mitte geht und Harold spawnt, kannst du damit sogar für 3 oder 4 Platten gehen. Voller Sidestep von BDD, auch gegen den Flash. Schöne Shockwave BDD mit dem fancy Movement. Junge, BDD ist heute da, um zu performen. Was gestern Chovy nicht schaffen konnte, schafft BDD heute in Game 1 und in Game 2. Er played alle möglichen Ganks. Auf Akali fancy Footwork, auf Orianna ebenfalls. Sehr, 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 sehr stark. Jetzt Recall und ab auf Midlane zurück, denn du musst Harold verteidigen. Wird gleich Mitte gespawnt werden, da musst du Angst haben. Die einzige Lane, die gerade gut läuft für KLT, also so richtig gutes Toplane. Und vielleicht kann Toplane jetzt einen Unterschied machen, ne? Angenommen, Keen based hier und die Pete für den Drachen statt für Topturm. Klar, für Topturm spielen ist mehr consistent, aber wenn du bist jetzt auf Goldrinker Spike und du bist connected mit Flash Ult. Hier zuerst basen, dann rein TPen kann huge sein. Er kann auch zur Lane laufen und dann TPen, falls er muss. Als gerade kann Top-Diff actually den Drachen securen. Keen läuft zur Base. Man weiß, Divine Sandra weiß, er ist sehr OP. Kanavi geht rein. Der Drake geht an Lehens von allen Spielern. Jetzt kommt TP von Keen dazu. Missing ist aber mobil, kann rausdashen. Das heißt, der TP ist useless. Der Drake war eh schon tot. Hätte man nicht machen müssen. Aber Flash, Ult auf Missing. Der ist dead. Hoffentlich jedenfalls. Bitte Missing, stirb. Missing, sei dead. Please. No. No. Oh, es sind 2 Platten Top-Lane. Und das ist der gesamte Renekton-Lead. Kein TP mehr, kein CS-Vorteil mehr, kein Flash mehr. Toplane, by the way. 12 Minuten Gameplay, ein einziger Fehler, alles gone. Dein ganzer Lead ist weg. Aber was heißt Fehler? Also du willst halt am Game teilnehmen. Ist das ein Fehler, am Game teilzunehmen? Für Toplaner, ja. Schmerzhaft auf jeden Fall. Auf einmal Toplane, nicht mehr dominant. Jetzt kann natürlich in ein Base gehen. Er hat auch Goldwinker gleich fertig. Noch nicht instantly, aber er hat eine Platte bekommen, eine Wave denied. Er ist wieder ein Farm, fein. Und durch Double Summoner Vorteil kann man auf jeden Fall langsam, aber sicher den Comeback auf Toplane anspielen. Der 500 Gold geht jetzt nur wieder. Und das hat Double Summoner Vorteil. Das heißt, von diesen 500 Gold werden nochmal 300 weggehen, wenn du halt gut TPst. Kannst du eine Wave oder zwei denyen und vielleicht noch eine Platte oben drauf anspielen mit dem Aatrox. Aber immer ein Drake für KT und das ist einfach auch Keens Fehler. Er muss da nicht TPen. Er kann chillen, er muss. Der Drache war eh schon tot. Da gab es keinen Fight mehr, außer du willst ihn selbst erzwingen. Und für einen Kill zu Flash TPen und dafür Waves und Platten zu droppen, ist einfach nicht worth. Ist einfach nicht worth. So, ja. Toplane natürlich jetzt fein. Mitte währenddessen am Traden, während wir im Replay sind. Dass Kassi gerade so nicht den Kill bekommen kann gegen Kanavi, ist natürlich terrible für KT. Aber sehr stark von JDG. Diesen Fight natürlich aktiv nehmen wollten. Sie wussten genau, dass der Typ im Busch drin ist. Hat eine Full Vision auf Kassi, aber Kassi sieht immer noch sehr gut aus. Und Kassi sah gerade nicht unglücklich aus. Der war immer noch guter Dinge. Das ist auch auf der Divine Sandra Power Spike. Die beiden Jungler sind jetzt relativ even vom Power Spike her. Gold ist auch sehr, sehr ausgeglichen. Dieses zweite Game bahnt sich an, ein Banger zu werden. Aber interessant diese Runde, die Adaption von Aiming. Letzte Runde war es First Item Kraken, diese Runde First Item Stormraiser. Nehmen an, die Idee dahinter muss wahrscheinlich sein, Lulu ist der Enchanter-Supporter, der auch Movement Speed gibt, ne, mit Shureyas und Co. Während Renata ja oftmals Radiant Virtue kauft und tanky wird. Da
Da ich da lieber Utility habe und Aphelos, der sich selbst spielen kann, ist besser. Denn Lulu ist halt nicht im Game drin. Als DPS und On-Hit-Effekte sind nicht so einfach auszulösen und lieber Movement-Speed-Effekte wie als Stormraiser mitnehmen. Auch bereits eine Stopwatch bei Aiming, also... Ja, der Mann ist sehr safe, was Utility angeht. Sehr safe. Trade rund um die AD-Carry-Botlane-Situation, aber ehrlich gesagt spielt man ja für gar nichts. Button sind weg, Drache ist weg, du solltest gleich Mitte rotieren und das war's. Und dann werden die Sidelaner anfangen, Botlane zu gehen und die Botlane Mitte. Botlane seht ihr jetzt, ne, auf einmal Connecten da oben, kein Druck mehr, Platten nicht mehr anspielbar. Auf einmal ist Arthos am Druck ausüben und der TP'd wahnsinnig für Botlane-Fight. Da actually ist Arthos jetzt viel stärker zu necken, wenn es um Botlane geht. Akin macht sie richtig, er tradet so viel wie er kann, denn ist auf Goldrinker gegen Kyle Goldrinker, macht kein Damage gerade. Und in seinem im besten Szenario kannst du halt irgendwie Ult für Ult traden und Arthrox chunken, damit er halt nicht wegtippen darf. Denn wenn er jetzt TP'd, verlierst, kriegst du keine Platten mehr, deswegen ist es nicht schlimm, wenn Arthrox raustippt. Schade, Mann. 20 CS, die zwei Platten, alles weg. Alles blowt für Keen gerade. 2 Minuten bis zum Drake-Fight, bis dann hat natürlich auch wieder Keen teleportet. Jetzt kriegt man vielleicht einen Gank von Lehens. Das wäre interessant, wenn Lehens da Top-Line vorbeigucken möchte. Naktil hat er auf jeden Fall zu sich eine Priorität und Kanavi ist aufgrund dessen am Invaden. Dieser Star-Jungler des Lineups geht für den roten Verstärkungszauber. Keen ist aber natürlich in Position zu moven. Kass bereits auf Kanavi drauf. Missing sichert den Abdank der Hextech so und währenddessen tradet 369 gegen Keen. Man kriegt den Harold trotzdem secured und damit Harold Start, den Rap-Buff und damit Harold Start von Kanavi. Den muss er aber auf jeden Fall abbrechen. Rap-Buff secure von Kass. Base von 369. Der will Recoin TP'en für Goldrinker und dann Harold Fight mitnehmen. Muss er actually TP'en? Er Hextech Gates. Er muss nicht mal TP'en. Das ist fast schon frech. Katie will fighten. Jetzt zieht auch Nico rein. Knight hat in den Flank-Chat. Guckt auf die Nico. Flash, Pop, Loss im Protobelt. Katie, ihr müsst aufpassen. Lance flasht rein. Und jetzt kommt Knight. Er hat den Flank. Er sucht danach. Da kommt die Flash auf 4-Mann-Ult von Knight auf die Backline rauf. Katie war dafür aber ready. Und sie kriegen guten Damage durch. Lance wird wiederbelebt. Dank seiner W. Trotzdem, Amy muss sie rausflashen. Auch BDD ist sehr, sehr low. Und da kann man chasen. Knight macht den Unterschied mit der Nico. Mit der NTP-Turret. Und die Nico kann flanken und klatschen. Damit kriegt man 3 Kills für nur einen. Und ebenfalls Harold, den man anspielen darf. Trotzdem kann AW jetzt hier low. Kriegt nochmal einen Kill rausgespielt. Hula verschwindet die Wand rüber und es wieder ist es JDG, den Fight gewinnen können. Hula jetzt auf einmal im Double Kill und mit dem Ace. Und das ist China. Das ist die MSI-Meta, wie sie lebt und lebt. Das haben die Chinesen mit Annie gemacht. Geflank ultet. Machen sie auch mit Nico. Flank ulten den Scheiß. Gerade Scout, Yagao und Knight machen das insane gut für die Chinesen. Auch Faker hat diesen Nico immer sehr viel gespielt, aber hier Knight. Es war fast schon zu einfach. Er hat den Flank nach Mitte-NTP, trifft das 4-Mann Pop Blossom und kriegt damit eine tolle, tolle Ult durch. Das Chameleon findet den Engage, den man gesucht hat. Und damit kann der Rest von Katie einfach aufgeräumt werden. Resets für Aatrox, Resets für Jinx und eben keine Resets für den Viego von Katie. Also easy fight an der Stelle und danach hier noch, dass Kanavi gerade noch stirbt, ist schon fast lucky für Katie. Denn nach dem Ruler über die Wandflash hatte ich Angst, dass man beide bekommt, ohne dass Kanavi stirbt. Kanavi hat auch Teufel raus versucht, noch der Weinzando auszulösen für Lifesteal. Aber am Ende ist es KT, die untergehen. Und damit JDG, die sich auf jeden Fall eines Fights erfreuen dürfen, was den KT Coaching Staff unglücklich schätzen sollte. Die nicht happy mit dem Fight sind, of course. Und damit JDG am Machen. Am Ball. Teamfights sind sehr risky jetzt zu spielen gegen Ruler auf der Jinx. Wenn der gleich sein zweites Item fertig hat und dann Richtung Nash gehen kann, würde ich am meisten zittern, wenn ich KT wäre. Denn beide Teams werden immer von der spielen. Seele ist viel zu weit weg. Wir sehen mal einen Orianna mit Leandris. Geil. Eine Orianna, die Frontline-Damage machen wird, die nicht Doom's Echo kauft. Sehr viel besser auf meiner Sicht. Gerade gegen so viele Tank-Champions. Denn wir haben ja Nico super tanky. Ja, wenn die Pop Blossom Shadowflame, wenn die Protobelt Shadowflame geht. Aatrox, Kanavi mit der Vi und auch ebenfalls Akar mit Radiant Virtue. Dagegen gibt Leandris extrem viel Sinn. Doom's Echo ist deutlich schlechter. Und ja, gerade die Carry-Position ist jetzt sehr, sehr ein Gold behind. Da 800 Gold, auch Toplane. Mittlerweile 500 Gold behind. Das ist so sad an Toplane. I don't know. All Landing Phase auf jeden Fall von Keen, aber er hat selbst weggeworfen, ist auch selbst schuld, kann man nicht anders sagen. Aber sein einziges Mal Impact haben wollen und dein ganzes Game ist zu Ende. Dafür haben wir OP-Champions, muss man auch sehen. Champions sind schon sehr broken auf Top-Lane. Und das hat Tüssisnein mehrmals gezeigt. Sein Aatrox mit Sturx Gage kann den ganzen Teamfights drehen und das ganze Game turnen. Das hat er bereits mehrmals geschafft und jetzt auch natürlich hier Ruler mit bereits 2 Items. Der ist so OP. Der ist so OP. Gale Force Kraken Slayer ist so viel On-Hit-Damage und zeitlich Utility. Und gerade wenn du halt als AD Carry, der beste AD Carry der Welt, Fehler machen darfst. Weil Gale Force ist ein Item, was es dir erlaubt, Fehler zu machen. Wenn du Gale Force kaufst, kannst du anders positioniert sein
und auch mal einen Fehler machen und trotzdem den Fehler korrigieren mit Gale Force. Oder aber du kannst mehr Risiken spielen. Weil du den Gale Force hast, ist ja der Fehler kein Fehler mehr. Weil du kannst ihn ja korrigieren, deswegen kannst du es ja so spielen, right? Und wenn es den besten AD Carry der Welt gibt, dieses Werkzeug, auf einem Champion, auf dem er an 7 von 8 Kills beteiligt ist, dann gute Nacht. Ruler auf jeden Fall in Position, viel Damage anzurichten. Der Mann rotiert Topside. JDG belagert dort oben den Turm, den wird man easy mitnehmen können. Das Krug Camp wird auch noch gefightet. Ruler hier dabei, Kass zu flanken mit der Jinx. Das ist fast schon verrückt. Aber parallel zu fällt halt der Top-Turm. Das ist das Main-Objective von JDG gerade. Ruler geht zurück auf die Midwave. Und dann bekommt man den ersten Turm für 500 Gold. Das ist not bad. 300 davon gehen an 369. Die restlichen 200 teilt sich sein Team. Die sagen Dankeschön. 200 Gold mal mitnehmen für den Top-Turm. Ist nice. Auch wenn man dafür nichts machen musste. Außer Gold reinrotieren. Gutes Gameplay gerade von KT. Und jetzt geht BDD auf die Jagd. Der ultet den Knight. Knight hat noch keinen Flash. BDD geht für den Solo-Kill. Will BDD Held Koreas werden? Die Ult trifft nicht ganz. BDD. Command Attack. Solo-Kill. Geile Scheiße. Er wird angegangen trotzdem. Er wird sterben. Aber er holt noch so viel Zeit raus. Er rennt mit Face Rush Brock davon und kann nochmal ganz kurz überleben. Und währenddessen kriegt man 1 für 1 Trade. KT, die auf Topside belagert waren, verlieren ihren Midlaner, der einen Solo-Kill holt. BDD heute am Arbeiten. Der stemmt das Gewicht für die Jungs von KT. JDG ist der riesige, riesige, riesige Favorit. Aber BDD sagt, Midlane-Diff wird heute groß geschrieben. Ich pick Akali, ich gehe Godlike. Du traust dich nicht mehr, Orianna zu picken. Guess what? Ich pick deine Orianna einfach selbst und Solo-Kill ich trotzdem damit. Macher, BDD. Und wenn Knight eingeschränkt wird, wäre das fantastisch. Knight hat letzten Deep, ja, sehr hart gecarried mit der Nico-Flank-TP-Situation. Hoffentlich kann man das nicht wiederholen. Hoffentlich wird KT daraus gelernt haben. Chinese Nico darf man nicht unterschätzen. Aber es ist Assisted Kill nicht mehr Gold. Ja, mehr Gold hat auf jeden Fall JDG bekommen, aber sie mussten ja 4 Mann runterrotieren. Also in der Zeit konnte KT Topside rauspushen, die Wave oben nicht den einen, aber unter den Turm bringen, Vision clearen und wieder auf die Karte zurückkommen. Heißt klar, das Gold ist immer noch mehr für JDG durch diesen Fight. Trotzdem gut von BDD. Doch egal, ob er TP cancelt oder nicht, by the way. Das ist eh 1-4-1. TP noch bekommen, Topline rausgepusht. Alles sehr sexy für KT. Allein, dass sie dadurch einschränken konnten, dass die Vision Topside weg ist und das nicht direkt Halt erzwungen werden kann von Lula auf 2 Item Power Spike, ist sehr gut für sie. Also guter Play von BDD, auch wenn es in Gold negativ war. Wie gesagt, TP etc. raus, not bad. Jetzt kann Keen vielleicht TP Advantage spielen für den Nash oder für Drake, je nachdem. Dann werden wir vielleicht nochmal ein neues Setup sehen aufgrund dieses Unterschieds in der Midlane-Position. BDD, Maschine. Engage gegen Missing, aber Missing kann nicht sterben. Der hat Mercs, der hat Unflinching und der spielt gleich noch Richtung Radiant Virtue. Der ist so tanky, der kann. Der stirbt nicht. Ja, Top NTP Advantage jetzt erstmal für BDD, der jetzt gegen 369 ran soll. Das heißt, man wird für den Drachen spielen aus Sicht von JD natürlich einfach. Sie haben Setup im River. Pressure an Botlane und wollen immer easy dafür gehen. Währenddessen kann der BDD sagen, ey, ich versuche Toplane den Aatrox zu töten und dann rein zu TPen. Aber du bist halt 2 Level hinter Aatrox, also ihn zu killen ist nicht so einfach. Ja, du hast Leandris, du machst dafür prozentualen Schaden an Aatrox mit nur HP. Aber es ist nicht gerade leicht, ihn zu bedrohen. Sehr hartes Spiel zu spielen für KT, sind einfach zu far behind. Haben nicht genug Ressourcen, um gerade zu fighten und sie werden nicht unbedingt besser scalen. Ich, wie gesagt, ich finde Viego ist der bei weitem schlechteste Jungler von allen Medi-Junglern. Renekton ist jetzt schon outscaled die ganze Zeit. Er hat Landing Phase dominiert und ein Play gemacht danach war useless. Renekton ist generell so ein schlechter Champion. Bitte auf ihn zu picken, Korea und China. Jax, Aatrox und Kessan, das sind viel besser. Renekton ist so bad. Ich meine jetzt auch 2 Items bei Keen. Eben noch solide 1200 Gold behind. Hinter 369, aber das ist in Ordnung. Trotzdem natürlich muss man hervorheben, dass Dirk's Gate Shield kann von Renekton sehr einfach beantwortet werden. Du hast den Shieldbreaker-Effekt auf dem Ruthless Predator. Wenn du es abwarten darfst und Aatrox stunst, kannst du front to back auf jeden Fall einen Vorteil rausschlagen, aber ja, 2 Items jetzt auch bei Knight fertig. Der hat einen geilen TP-Ward auf Blue Buff. Er kann easy dazu stoßen, wenn er will. Und ich hätte so viel Angst, wenn ich KT wäre. Wartet hier vor allem auf die Nico. Sie sieht den Ward. 369 geht auch in den Flank. Und jetzt kommt man dazu. Mystic Flash hat direkt drauf. Kanavi ebenfalls da. Erster Reset. BDD Flash zu spät. Und das Pop Blossom wieder. Reset an Reset. Das beste Team bei Team der Welt. Räumt hier auf. Das sieht nach einem Clean Ace aus. KT wollte fighten, aber sie dürfen nicht. Sie werden komplett abgeräumt. Nur Kass kann rausflashen und dashen. Damit geht Drake und wahrscheinlich auch Nash an JDG. Und das ist das Team, das wir heute erwartet haben. Der große Favorit für das gesamte Turnier. Das ungeschlagene Team seit 12 Monaten. Niemand konnte sie im Best of 5 bezwingen. Kein einziges Team der Welt hat es geschafft. Nicht T1, nicht Bilibili. Und bisher auch noch nicht LNG. KT ist heute der Herausforderer. Aber auch für sie wird es ein sehr schwerer Kampf werden. Jetzt werden sie auf jeden Fall den Drachen noch testen wollen, right? Sie haben TP auf BDD, sie haben die Extra Gates.
Drake ist noch nicht gestorben, währenddessen stirbt bestimmt erstmal Nash. Wir haben Objective Bounties bekommen, aber ja, so auch zu spielen. Das Spiel JD ist so insane. Du musst auf alles achten, es ist unplayable für KT. Das sind drei Winkel, die gespielt werden und du musst auf alle mit Flash reagieren können. Einmal ist Missing derjenige, der engaged. Flash mit seinem Arcane rein und knockt zwei Leute hoch, charmt sie ebenfalls. Von oben kam TX9 geflankt und von rechts der TP von Knight. Also unfassbarer schwerer Fall zu spielen. KT durfte niemals dran testen, das wussten sie eigentlich auch, aber wir wissen halt, das Game wird nicht unbedingt einfacher. Deswegen wollen sie da jetzt fighten, als das Game verloren zu haben. Später Fehler auf jeden Fall, aber kann man sie dafür kritisieren? I don't think so. Vielleicht können sie versuchen, Nash zu stealen. Vielleicht wäre das besser, als Drake zu fighten. Aber das Game wird nicht einfacher. Zwei Level Diff im Jungle, zwei Level Diff auf Top Lane, zwei Level Diff auf AD Carry, ein Level Diff auf Support. Das ist so ein hartes Spiel. 10.000 Gold lead knapp für JDG. Sie haben Nash, also werden safe noch 10.000 werden. Man tradet vielleicht immer einen Top Lane Turm aus Sicht von Aiming, der da auf jeden Fall Druck ausüben darf. Aber ganz JDG schreitet hier nach vorne und belagert Turrets mit den Kanonenvasallen. Top-Turm stirbt an Aiming. Und Aiming, jetzt musst du rennen. Denn da sehe ich einen Dämonenkönig auf dich zulaufen. Und Aatrox kann den Aphelios umbringen. Oh oh, Top-Lane. Oh oh. Der Aiming, lass los. Kriegt Objective Turret, aber ja. KT weiß, das Game ist sehr, sehr schwer zu spielen. Solo-Kill von 369. Kompromisslos und einfach. Aiming hat nicht geflasht, weil wozu auch? Du würdest da immer sterben. Es belagert die JDG die Basis. Nach einem tollen ersten Game von KT führen sie 1-0. Aber JDG in Game 2 auf jeden Fall deutlich besser. Wieder eine 3-Mann-Pop-Blossom-Ult von Knight. Er sagt einfach, lol, Orianna-Counterpick, was ist das? Ruler Triple Kill, not bad. Hat basically gelastet, sind wir mal ehrlich. Und damit ein toller Win für JDG. Das Game war sehr schnell, sehr lost für KT. Aber wisst ihr was, das ist okay. Ich war nicht happy mit der Draft. Diese Runde, letzte Runde, mochten wir die Draft mehr. Ich war primärer, ja, kein Fan von Renekton und von Viego. Vor allem von Viego nicht. Kann useful sein, wenn er Lane gewinnt, ja. Aber vor allem Viego. Oh ja, das ist nice. So, I mean, wenn jetzt einfach Red Side ein Loss reinkommt, jetzt gehst du Blue Side als KT. Du bist das erste Mal in diesem Best of 5 jetzt Blue Side. Alles noch machbar. Ja, JDG ist der Titan. Der Titan, der wahrscheinlich heute gewinnen wird. Also, es ist das zu erwartende Resultat. Aber KT, die bereits 1-1 in der Series drin sind, ist fantastisch. Heißt 4 oder 5 Games garantiert sexy. Sexy as.